Was ist dein Erfolgsrezept? Was ist mein Erfolgsrezept? Naja gut, im Grunde genommen ist es definitiv Facebook-Marketing. Also ich habe vor 2,5 Jahren ja die Entscheidung getroffen, zurück ins Network zu gehen und habe dann natürlich mir erstmal viele Backpfeifen abgeholt, habe erstmal viele diese Dinge umgesetzt, die andere alte Network-Haudegen dir beibringen und erzählen. Und im Grunde war mir klar, dass das irgendwo auf Dauer nicht funktionieren kann. Ja, die Internettechnologie hat sich geändert, es gibt andere Möglichkeiten, andere Optionen. Und dann habe ich angefangen, mich mit Online-Marketing zu beschäftigen, mit Dingen, die halt duplizierbar sind, und habe dann in den letzten 1,5 Jahren sehr viel gelernt, was Facebook-Marketing bedeutet, wenn man es richtig ansetzt. Ja. Und da gibt es halt auch krasse Unterschiede, wenn ich halt sehe, wie Menschen teilweise Gruppen zu spammen oder ihr eigenes Profil zu spammen mit irgendwelchen Informationen über Produkte, über Firma, dann ist das einfach nur traurig. Ja. Oder du kriegst eine Freundschaftsanfrage und dann heißt es, ja, hallo, ich bin die Daniela und das ist mein Business, ja, das Geilste und das Größte. Das sind Dinge, die einfach nicht funktionieren. Ja. Und es ist wie im normalen Leben auch, man muss anfangen zu kommunizieren, man muss Beziehungen aufbauen und es funktioniert über Facebook-Marketing wunderbar, wenn man es richtig macht. Ja. Und insofern kann ich sagen, dass mein letztes Network, und wer meine Geschichte kennt, weiß, dass ich 22 Monate für ein Unternehmen tätig war, was dann im Januar diesen Jahres die Entscheidung getroffen hatte, vom Markt zu gehen hier in Deutschland oder in Europa. Und dann stand ich plötzlich ohne da. Und trotz allem habe ich diesen Weg dorthin fast nur über Social Media aufgebaut. Und die neue Entscheidung, die ich halt jetzt getroffen habe vor wenigen Wochen und all diese Dinge, die jetzt gerade mit mir passieren und auf mich zukommen, sind im Grunde genau daraus entstanden. Ja, das heißt, dadurch, dass ich über Facebook niemals zugespammt habe, niemals Menschen mit meinem Business genervt habe, war es dann relativ einfach, jetzt in dieser Phase einfach Menschen auf etwas aufmerksam zu machen und sagen, da passiert etwas, da kommt etwas. Und wie gesagt, auch jetzt kann ich sagen, das, was gerade passiert, ist durch Facebook-Marketing entstanden. Ja, und insofern ganz klar, wenn du mich nach meinem Erfolgsweg fragst, ist es eindeutig der richtige Weg, mit Social Media zu arbeiten, die richtige Kommunikation mit den Menschen aufzubauen, und das bringt unglaubliche Ergebnisse. Wunderbar. Hendrik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das tolle Interview und schaltet wieder ein bei Big Business Opportunity. Dankeschön.